Perfekt. Das wollte ich sehen. Der größte Part ist jetzt wohl erledigt. Denn so wie es aussieht, müssen wir jetzt nur allzu viel machen. Hoffe ich zumindest mal. Ja, beide markiert. Und beide zum Glühen gebracht. Machen wir aber erstmal hier das Tor hier auf. Und mal schauen, wo es hier lang geht. Sieht so aus, wie wenn wir da wieder nach oben kommen, oder? Hier sieht irgendwie alles gleich aus. Ja? Servus, Kumpel. Ja, da fällt er runter. Na, komm schon. Ja, 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 ja. Jetzt aber. Genau. Jetzt sollte er down gehen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir wären, wie wenn wir hier schon gewesen wären. Wir gehen hier erstmal wieder... wobei... Nee. Wir gehen jetzt einfach mal hier rüber und gehen den Weg auch entlang. Und schauen mal, wo wir jetzt hier hinkommen. Einfach nur so Interesse halber. Wow. Mensch, habt ihr mich gerade leicht erschreckt. Ein in der Luft-Schnetzler, der macht sich immer gut. Aber nee, ich glaube, hier kommen wir wieder raus, oder? Dann dürfen wir nämlich jetzt da wieder den Weg hier zurückgehen. Wenn das wirklich der Wahrheit entspricht. Ja. Hier kommen wir wieder raus. Nee, 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 nee. Jetzt noch nicht, ja? Braucht nicht mehr lang, aber jetzt... Oh, fuck. Oh. Das war eng. Also, wartet noch 2 Minuten ab. Dann können wir diesen Weg hier gerne nehmen. Aber, nee, jetzt noch nicht. Jetzt sind wir gerade noch zu früh da. Rüber da. Lass dich fallen. Genau, einfach fallen lassen. Oder mach's eben langsam und kletter runter. Okay. Na, hätte ja können jetzt auch irgendwie ein geheimer Weg sein oder sowas, wodurch wir dann mehr leblose Seelen oder sonst was bekommen hätten, aber das kann man ja im Vorfeld nie wissen. Und jetzt aber. Ach, du Scheiße. Ja, servus Leute. Was geht ab? Kommt doch mal bitte in meine Richtung. Naja. Ich würde sagen, 3, 2, 1. Lass die Action losgehen. Wow, 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 wow. Ich glaube, ich habe hier gerade gut eingekesselt. Ja, sind das hier viele Feinde. Ach du Scheiße. Und weg hier. Weg, 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 weg. Lass mich doch hier erstmal irgendwie verschaufen. Wie das? Danke. Ja, 2 Schläge, ne? Ja, und der trifft mal nicht. Wie er nicht trifft? Der Mr. Eis-Zombie. Oh Mann, das war eng. Fuck, 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 fuck. Jetzt wird's brenzlig mit dem Leben her. Ich habe nämlich immer gerne mein Leben relativ voll, damit ich immer auf der sicheren Seite bin. Gut, wir hätten ja auch noch zur Not eine Truhe. Aber trotzdem. Ich gehe da immer lieber auf Nummer sicher. Und jetzt reicht mir langsam mit dem Kleinen. Ja, ich kann auch mal zuschlagen. Dann wächst da aber kein Gras mehr. Ne? Einmal draufschlagen, abhauen. Nochmal draufschlagen. Und wieder weggehen. So, in der Zeit, wo der sich irgendwie hier im kleinen Spaziergang macht, können wir noch den hier executionen. Ja, jetzt spiele ich hier mal nicht so auf. Jetzt greife ich mal nicht so an. Ja, hier sind wir. Deine Seele gehört mir. Ja, das sehen wir ja dann noch, ne? Das sehen wir ja dann noch. Ich bin hinter dir, mein Freund. Jetzt, Executioner. Zeig's ihm. Fertig. So viel zu, meine Seele gehört dir, ne? Ach nein, nicht wieder hier das Viech. Okay. Ran da. Und nochmal aufladen. Und ran. So. Die Klinge sollte sich mal um den hier kümmern. In der Zeit kümmere ich mich dann mal wieder um den anderen Tipp.
Okay. Das läuft jetzt nicht mal so schlecht. Gut, es könnte natürlich schon einfacher sein, aber was soll's. Ich habe tierisch Schiss nämlich vor diesem Giftwischer hier. Vor dem kleinen Halotri. Ja, wobei, mit dem kann ich eigentlich jetzt auch im Nahkampf, ne? Macht ja eigentlich nichts aus. Und weg hier. Okay, Klinge wieder aufladen. Ja, und einfach mal knallhart in den Boden rammen, ne? Das ist natürlich der richtige Weg. Markieren und weiter. Und jetzt noch du. Ach, der lebt ja immer noch. Oh, fuck. Da hat er mich vergiftet. Das sind dann noch welche, wie ihn vergiftet, ne? Jetzt geh doch hier mal down. Dankeschön. Und da ist der Kopf ab. Und wir gehen aber jetzt hier weg. Ja, wir wollen nicht schon wieder vergiftet werden. Der muss nämlich erstmal auslaufen. Genau. Und jetzt machen wir erstmal hier die Truhe auf. Und nehmen jetzt noch die Klinge. Wir haben es geschafft, alle drei Klingen. Sehr schön. Und zwei weitere Feinde. Das hört dann auf. Das hört nicht mehr auf hier. Oh, Leute, 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 Leute. Ich benutze jetzt mal Zorn, ne? Dass das mal klar ist. Ey, die sind so scharf drauf, meinen Arsch zu bekommen. Oh, Mann. Also mit einem kann man sehr gut aufnehmen, aber bei zwei muss man sich dann immer so konzentrieren, in welche Richtung die dann alle gehen. So, einfach mal auf jeden drauf. So, das sieht doch nicht mal schlecht aus jetzt. Oh, da hat er mich aber gerade voll getroffen. Der auch? Ja, da möchte ich gerade zu viel. Da möchte ich gerade echt zu viel auf einmal. Aber, ja. Muss natürlich auch mal sein. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann sind nämlich die beiden Viecher hier down. Zack, Nummer 1. Und Nummer 2. Der mich ja auch gerade wieder getroffen hat. Ist aber gut hier. Jetzt ist gut. Jetzt ist Black. Jetzt haben wir ihn. Executioner. Aus die Maus. Und was ist jetzt los? Ach so. Wir fahren mal wieder Fahrstuhl. Und E-Aktion macht das Tor auf. Das war's. Alle drei Klingen. Jetzt nur noch die eine Klinge hier zurückbringen. Dann haben wir es geschafft. Ich weiß zwar nicht, was wir dann genau geschafft haben, aber es werden wir ja dann sehen. Und den Weg, den kennen wir ja schon. Die Gegner sind ja jetzt respawned. Auch mal nicht schlecht. Ein in der Luft Schnetzler, wie immer. So, und zack, 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 zack. Da ist er down. Und rüber da, rüber da, rüber da, rüber da. Genau. So meine ich das. Und rüber hier. Dann sind hier wieder unsere beiden Lieblingsfreunde. Die nehmen wir auch noch ran. Nummer 1, Nummer 2. Und fertig. Dann war es das jetzt. Raus aus den Katakomben. Und hier schön an die frische Luft. Das kennen wir jetzt schon. Und wir müssen jetzt, glaube ich, hier rein, weil wir müssen ja wieder nach unten. Oh Mann, bin ich dumm. Wir müssen ja jetzt auch das eine Schwert hier einpflanzen. Ja. Oh Leute, wie oft sind wir jetzt diesen Weg hier schon gelaufen? Und die Feinde sind mal wieder respawned. Ei, ja, 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 sag ich da nur. Egal. Gibt schon ein paar lieblose Seelen, ne? Muss ja auch sein. Bam, das Raum. Und der noch. Xing Shang Zhong.
Okay, jetzt aber das letzte Mal. Den Weg werde ich hier nie wieder gehen. Du noch. Und, komm schon. Zack. Jetzt aber. Der ist jetzt auch mal down. Unser Zorn ist jetzt wieder voll. Das hat jetzt wenigstens auch was gebracht. Und jetzt werden wir aber noch kurz die eine Klinge hier abgeben. Und dann war es das aber jetzt wirklich mal. Noch zweimal hier rüberspringen. Und dann natürlich noch kurz einen kleinen Abstecher in der Lava machen. Ja, weil es uns ein bisschen zu kalt war. Und dann hätten wir es aber. So, komm. Rüber da, Krieg. So war das jetzt eigentlich nicht gedacht. Ja, Krieg. Wenn ich meine rüber da, dann meine ich da, bleib auch auf der gleichen Höhe. Nee. Das war schon so richtig. Oh Leute, jetzt wird's aber hier prekär. Jetzt wird's geil. Und ihr seht, es zieht uns immer Leben ab. Oh, das ist natürlich nicht gut. Wenn es uns immer Leben abzieht. Ja, komm, Krieg. Ach, scheiße, Leute. Ich spule das jetzt hier, ganz ehrlich. Ja, wie man sehen kann, bringt es null. Ich kann dann nochmal probieren, jetzt hier rüber zu kommen. Auch wenn ich nicht glaube, dass das was wird. Oder? Doch. Ja, was für eine Verarsche, sage ich da nur. Und ich frage mich gerade, was passiert eigentlich, wenn mein Leben weg ist? Was passiert dann? Ganz ehrlich, möchte ich schon mal gerne wissen. So, müssen wir hier rein. War das der richtige Weg? Nee. Ja, aber ganz ehrlich, was passiert, wenn mein Leben komplett weg ist? Ich meine, was wollen die machen? Gut, man sollte jetzt natürlich auch nicht raufbeschwören. Ja, das ist klar. Hier geht's nämlich hoch. Boah, wie oft ich jetzt schon die Lava reingefallen bin, das ist hart. Da waren wir schon, da möchten wir nicht wieder hin. Müssen wir dahin? Ja, dahin müssen wir, glaube ich. Und jetzt gehen wir endlich mal die Klinge ab. Mensch, 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 Mensch. Wenn jemand Lust hat, mal zu zählen, wie oft ich in die Lava reingefallen bin bis jetzt, dann würde ich das, ja, fände ich nett. Was? Hier? Waren wir hier richtig? Nee. Was soll denn die Scheiße? Hier waren wir doch schon. Jetzt macht er mich aber gerade grantig, Leute. Sage ich nicht gern, aber es ist so. Okay. Hier waren wir doch gerade, oder? Also, dann nochmal hin da. Okay. Jetzt haben wir's. Und jetzt können wir nämlich hier das Tor aufmachen. Und jetzt sind wir richtig. Mensch, 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 Mensch. Das hat aber jetzt gebraucht. Da hast du die Klinge. Nehmen sie, um Gottes Willen. Fertig. Das klingt nicht gut. Leute, ich habe immer allzu viel Gesundheit. Jetzt lass bitte nichts Dickes kommen. Macht auf die Luke da. Da ist die Kammer offen. Sauber. Ja, dann können wir jetzt hier rein. Und ich hoffe, es gibt hier jetzt noch Gesundheit irgendwo. Oh. Oh. Da ist die Luke zu. Ich möchte exakt dann immer raus. Ich brauche jetzt verdammt nochmal Gesundheit.
Gesundheit, wo steckst du? Ja, was ist hier jetzt?